Willkommen, liebe Leute, zu Phoenix Wright Ace Attorney, dem ersten Teil der Ace Attorney-Reihe, die ich nun endlich auf diesen Kanal bringen möchte. Ja, ich möchte ganz gerne die komplette Reihe einmal hier gespielt haben. Und wir legen heute den Grundstein, wobei wir ja damals schon Phoenix Wright vs. Professor Layton gezockt haben, das absolut großartig war. Grandioses Spiel. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das ruhig mal geben. Auf jeden Fall beginnen wir nun mit dem ersten Teil der Serie. Und ich denke mal, das Spielprinzip, wer es wirklich nicht kennen sollte, das werdet ihr gleich erfahren. Ja, ich würde sagen, Learning by Doing, Episode 1, der erste Wandel. Los geht's. Verdammt! Warum ich? Niemand darf mich erwischen. Nicht auf diese Weise. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte er es getan. Okay. 3. August, 9.47 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Mann, bin ich nervös. Right! Hallo, Chefin. Mann, zum Glück bin ich pünktlich. Nun ist es also soweit. Ihre erste Verhandlung. Seit den Testverhandlungen an der Highschool war ich nicht mehr so nervös. Na, dann wird's aber Zeit, dass Sie wieder in Schwung kommen. Ja, klar, ich schätze, Sie haben recht. Wissen Sie, Chefin, es tut mir leid, dass Sie heute den ganzen Weg nur wegen mir gekommen sind. Wo denken Sie hin, Phoenix? Ihre Premiere möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Trotzdem fühle ich mich geehrt. Nicht jeder traut sich, einen Mordprozess so früh anzunehmen. Das sagt viel über Sie aus und über Ihren Mandanten. Danke. Eigentlich schulde ich ihm einen Gefallen. Ein Gefallen? Heißt das, Sie haben den Angeklagten schon vor dem Prozess gekannt? Ja. Ehrlich gesagt, verdanke ich ihm in gewisser Weise meinen Beruf. Er ist einer der Gründe, weshalb ich Anwalt geworden bin. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich möchte ihm da raushelfen, so gut ich kann. Ich will ihm wirklich helfen. Ich verdanke ihm so viel. Es ist aus. Mein Leben. Alles ist aus. Ist das Ihr Mandant, der da drüben so rumschreit? Ja, das ist er. Tod. Verzweiflung. Oh, ich werde sterben. Es klingt, als wolle er sterben. Ja. Nick. Hey, Larry. Oh, Mann. Ich bin an allem schuld. Sag ihnen, dass ich schuldig bin. Gib mir die Todesstrafe. Ich habe keine Angst zu sterben. Was? Was ist denn los, Larry? Oh, es ist alles aus. Ich bin erledigt. Erledigt. Ich kann ohne sie nicht leben. Ich kann es nicht. Wer hat sie mir weggenommen, Nick? Wer hat es getan? Komm schon, Nick. Sag es mir. Wer hat mir meine Kleine weggenommen? Wer für den Tod deiner Freundin verantwortlich ist? In der Zeitung steht, dass du es warst. Also alles, was in Klammern ist, liebe Freunde, das denkt sich der Phoenix, ne? Falls ihr das nicht wisst. Ich heiße Phoenix Wright. Ich bin erst seit 3 Monaten Anwalt. Das hier ist mein erster Prozess. Hier sind die Fakten. Mein erster Fall ist ziemlich einfach. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung ermordet. Sie haben den unglückseligen Trottel, mit dem sie ausging, festgenommen. Larry Butts. Seit der Grundschule mein bester Freund. An der Schule haben alle gesagt, ist was faul, war's der Butts. In den 23 Jahren, die ich ihn kenne, hat das auch immer gestimmt. Er hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Eines kann ich jedoch sagen, er kann meistens nichts dafür. Er ist einfach ein Pechvogel. Aber ich weiß, dass er das Herz am rechten Fleck hat.
Ich schulde ihm etwas. Ich habe den Fall angenommen, um seinen Namen reinzuwaschen. Und genau das werde ich tun. 3. August, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht befasst sich nun mit dem Verfahren gegen Herrn Larry Butts. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Aham. Herr Wright, dies ist Ihre erste Verhandlung, nicht wahr? Ja, euer Ehren, ich bin etwas nervös. Das Schicksal Ihres Mandanten hängt allein von Ihrer Verhandlungsführung ab. Mord ist eine ernste Sache. Ich hoffe für Ihren Mandanten, dass Sie die Nerven behalten. Danke. Danke, euer Ehren. Herr Wright, unter diesen Umständen möchte ich einen kleinen Test mit Ihnen machen, um zu sehen, ob Sie wirklich bereit sind. Ja, euer Ehren. Die Hände zittern. Die Sicht verschwimmt. Oha. Der Test besteht aus ein paar einfachen Fragen. Beantworten Sie sie klar und deutlich. Nennen Sie bitte den Namen des Angeklagten in diesem Prozess. Das ist der gute Larry Butts. Das weiß ich. Der Angeklagte? Nun, das ist Larry Butts, euer Ehren. Korrekt. Versuchen Sie einfach einen klaren Kopf zu behalten, dann wird das schon. Nächste Frage. Dies ist ein Mordprozess. Können Sie mir den Namen des Opfers nennen? Puh, das weiß ich. Zum Glück habe ich oft genug die Akten gelesen. Es ist... Ein Moment. Oh oh. Nein, das gibt's nicht. Ich hab's vergessen. Ich stehe total auf dem Schlauch. Phoenix! Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie das schaffen? Sie kennen nicht mal den Namen des Opfers? Oh, das Opfer. Natürlich weiß ich den Namen. Ich, hatte ihn nur vergessen. Für einen Moment. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Sehen Sie, der Name des Opfers steht in der Gerichtsakte. Drücken Sie einfach auf Taste für die Gerichtsakte, um sie zu überprüfen, okay? Sie sollen sie öfter überprüfen. Tun Sie es für mich. Ich bitte Sie. Wie lautet Ihre Antwort? Wie heißt das Opfer in diesem Fall? So, die Gerichtsakte können wir ebenfalls öffnen. Damit haben wir hier unsere Anwaltsmarke. Und wir haben auch Profile. Zum Beispiel hier von Cindy Stone. Alter 22, Geschlecht weiblich. Das Opfer in diesem Fall ein Model ohne eigene Wohnung. Ein Skandal, nicht mal eine eigene Wohnung, das Mädel. Und darum geht es hier auch. Wir präsentieren Beweise, gucken... Wie hieß sie jetzt? Moment, wie hieß sie? Stone. Okay. Präsentieren Beweise, finden Widersprüche und lesen ganz viel. Es wird super spannende Fälle geben, Leute. Wenn ein bisschen Detektivarbeit leisten und so. Also, ich kann euch eins sagen, wenn ihr dem Spiel eine Chance gibt, ihr werdet es lieben. Ihr werdet es fucking nochmal lieben. Aber machen wir mal weiter. Cindy Stone ist meine Antwort. Der Name des Opfers ist Cindy Stone. Korrekt. Sagen Sie mir jetzt, was die Todesursache war. Sie starb, weil sie... Auch das können wir in der Gerichtsakte angucken, hier im Cindy's Autopsiebericht. Und zwar ist die Todeszeit der 31.07. 16 bis 17 Uhr. Todesursache, Blutverlust durch Schlagwunde. Alles klar. Sie wurde erschlagen, das gute Mädel. Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Korrekt. Sie haben alle meine Fragen beantwortet. Es gibt keinen Grund, nicht fortzufahren. Sie wirken viel lockerer, Herr Wright. Das ist gut. Danke, euer Ehren. Aber ich bin nicht locker. So viel steht fest. Gut, dann... Zuerst eine Frage an die Anklage. Herr Payne? Ja, euer Ehren. Wie Herr Wright sagte, wurde das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. Können Sie dem Gericht erklären, was das für ein Gegenstand war? Bei der Mordwaffe handelt es sich um die Statue der Denker. Sie wurde neben dem Opfer auf dem Boden gefunden. Ich verstehe. Das Gericht nimmt sie als Beweisstück auf. Statue zur Gerichtsakte hinzugefügt. Alles klar? Right. Achten Sie auf alle Beweise, die während des Prozesses hinzukommen. Diese Beweise sind Ihre einzige Waffe im Gerichtssaal. Drücken Sie die Gerichtsaktentaste, um die Gerichtsakte zu überprüfen. Mach ich mal. Dann haben wir die Statue des Denkers.
Sie ist ziemlich schwer. Und das ist die Waffe in diesem Fall. Hm? Alles klar. Weiß Bescheid, Mia. Weiß Bescheid. Herr Payne, die Anklage darf ihren ersten Zeugen aufrufen. Die Anklage ruft den Angeklagten Herr Butz in den Zeugenstand. Chefin, was soll ich jetzt machen? Passen Sie gut auf. Ihnen darf nichts entgehen, was Ihrem Mandanten helfen könnte. Sie haben die Möglichkeit, später auf die Anklage zu reagieren. Seien Sie bereit. Hoffentlich sagt er nichts Unglückliches. Oh je, Larry wird leicht nervös. Das könnte böse enden. Hoffen wir mal nicht, ne? Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal, er zeigt sich von seiner besten Seite. Herr Butz, stimmt es, dass das Opfer sich erst vor kurzem von Ihnen getrennt hat? Hey, passen Sie auf, Freundchen! Wir waren ein tolles Paar, wie Romeo und Julia, wie Cleopatra und Marcus Antonius! Sind die nicht alle schon tot? Sie hat sich nicht von mir getrennt, sie wollte mich einfach nicht sehen und hören. Was geht Sie das überhaupt an? Herr Butz, was Sie da beschreiben, nennt man für gewöhnlich Trennen. Sie hatte sie vollkommen abgeschrieben und sich mit anderen Männern getroffen. Sie war am Tag vor dem Mord mit dem von Ihnen gerade aus dem Ausland zurückgekommen. Was soll das heißen, mit einem von Ihnen? Lügen! Nichts als Lügen! Ich glaube Ihnen kein Wort. Euer Ehren, der Pass des Opfers. Demnach war sie am Tag vor ihrem Tod in Paris. Pass zu Gerichtsakt hinzugefügt, das ist klar. Wir können... sie scheint wirklich am Tag vor dem Mord zurückgekommen zu sein. Können wir uns kurz angucken? Das Opfer kam scheinbar am 30.07. aus Paris zurück. Einen Tag vor dem Mord. Okay. Hey, Mann! Kann nicht sein! Das Opfer war Model. Du hast aber kaum was verdient. Anscheinend hatte sie eine ganze Schar von Sugar Daddies. Daddies? Sugar? Ja, ältere Männer, die ihr Geld und Geschenke gegeben haben. Mit dem Geld finanzierte sie sich ihren Lebensstil. Mann! Es ist offensichtlich, was für ein Mensch Frau Stone gewesen ist. Na, Herr Butz, wie denken Sie jetzt über sie? Right. Ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass er auf diese Frage antwortet. War ja klar. Larrys Klappe hat ihn schon immer in Schwierigkeiten gebracht. Soll ich? Also, sie sagt, nicht Antwort lassen, ne? Mein Mandant wusste nicht, dass das Opfer sich mit anderen Männern getroffen hat. Diese Frage hat mit dem Fall nichts zu tun. Oh, Mann! Mann, Nick! Was soll denn das heißen? Irrelevant! Diese Kuh hat mich beschissen! Das überlebe ich nicht! Ich fall gleich tot um! Genau! Und wenn ich sie in einem späteren Leben treffe, dann gehe ich der Sache auf den Grund. Lassen Sie uns mit der Verhandlung fortfahren. In Ordnung? Ich halte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, ziemlich. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Nächste Frage. Sie gingen am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Nun, ja oder nein? ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh je, er war da. Was jetzt? Ja, da muss er ehrlich antworten, da hilft ja nichts, ne? Ich hab's. Ich gebe ihm ein Zeichen. Sag die Wahrheit. Ja. Ich war da. Ich bin hingegangen. Ruhe. Nun, Herr Butz. Mann, bleib cool. Sie war nicht da, Mann. Also habe ich sie auch nicht gesehen. Oh hey, der Angeklagte lügt. Er lügt? Die Anklage würde gerne einen Zeugen aufrufen, der beweisen kann, dass Herr Butz lügt. Ich kann mir nicht entscheiden, wie ich ihn sprechen soll. Ganz ehrlich. Nun, das macht die Sache einfacher. Wer ist Ihr Zeuge? Und der Mann, der die Leiche des Opfers gefunden hat. Kurz bevor er den grausamen Fund machte, hat er gesehen, wie der Angeklagte vom Tatort geflohen ist. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Herr Payne, die Anklage darf Ihren Zeugen aufrufen. Ja, euer Ehren. Das sieht schlecht aus.
Am Tag des Mordes hat mein Zeuge im Haus des Opfers Zeitungen verkauft. Holen Sie bitte Herr Frank Savit in den Zeugenstand. Ey, das ist doch der eigentliche Mörder! Wir haben es doch gesehen im Intro! Oh mein Gott. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, ihn zu entlarven. Und will wir das machen? Naja, das dauert ein bisschen. Hm. Herr Savit, Sie verkaufen Zeitungsabonnements, stimmt das? Oh ja, Zeitungen, klar. Herr Savit, machen Sie Ihre Aussage. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie am Tag des Mordes gesehen haben. Und damit geht es los, das richtige Spiel, Zeugenaussage. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen, eine Frau, reglos, tot. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ich wollte sofort die Polizei rufen, aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. Hm. Larry, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann dich gegen so eine Aussage nicht verteidigen. Übrigens, warum funktionierte das Telefon in der Wohnung des Opfers nicht? Euer Ehren, zum Zeitpunkt des Mordes gab es einen Stromausfall im Gebäude. Sollten Telefone nicht auch bei einem Stromausfall funktionieren? Ja, euer Ehren. Aber manche schnurlose Telefone funktionieren eben nicht normal. Das Telefon, mit dem es Herr Savit probierte, war ein solches, euer Ehren. Ich habe hier ein Protokoll des Stromausfalls zur Einsicht. Stromausfallprotokoll zur Gerichtsakte hinzufügen, das ist bestimmt wichtig. Nun, Herr Wright. Ja, euer Ehren. Sie können jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, euer Ehren? Na gut, Wright. Es ist soweit. Jetzt geht's ums Ganze. Oh, die Musik, ne? Die fucking Musik in Phoenix Wright. So gut. Krieg jetzt schon Gänsehaut. Ist das geil, ey. Was genau soll ich jetzt tun? Decken Sie auf, wo der Zeuge bei seiner Aussage gelogen hat. Gelogen? Was? Er hat gelogen? Ihr Mandant ist doch unschuldig, oder? Dann hat der Zeuge bei seiner Aussage gelogen. Oder ist Ihr Mandant doch schuldig? Wie kann ich das Gegenteil beweisen? Sie haben es in der Hand. Suchen Sie bei den Beweisen. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Kann man ganz kurz was nachgucken? Zwei Stromausfallprotokoll. Frau Stokes gab es zum Tagesverbrechen von 12 Uhr bis 18 Uhr keinen Strom. Wann ist sie gestorben? 16 bis 17 Uhr. Okay. Vergleichen, aber da passt. Er hat irgendwas mit 13 Uhr gelabert. Das kann nicht passen. So schon mal nicht. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Da muss es einen Widerspruch geben. Suchen Sie die Widersprüche zwischen Gerichtsakte und Zeugenaussage. Wenn Sie den entscheidenden Widerspruch gefunden haben, decken Sie ihn auf und stopfen Sie dem Zeugen damit den Mund. Okay. Drücken Sie die Taste für die Gerichtsakte und decken Sie die Widersprüche auf. Kreuzverhör, Zeugenbericht. Okay, ich würde sagen, das machen wir. Wir fangen zumindest damit an. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Moment mal! Ist denn ein Mann, der eine Wohnung verlässt, nicht was ganz Normales? Mir kommt es komisch vor, dass er ihnen auffiel. Ich weiß nicht. Er kam mir nur sonderbar vor, das ist alles. Als ob er wütend war und gleichzeitig verängstigt. Wie ein Verbrecher, der vom Tatort flieht. Die Verteidigung bittet den Zeugen, Mutmaßungen zu unterlassen. Natürlich, der Zeuge meint damit, dass der Mann verdächtig aussah. Gut, was passierte danach? Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Halb offen, sagen Sie? Ja, die Tür stand halb offen, genau. Ich wartete eine Weile ab,
aber es kam niemand, um sie zuzumachen. Das ist komisch in einer so großen Stadt, dachte ich. Ich verstehe. Und was geschah dann? Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Warum haben Sie das getan? Sehen Sie, die Tür stand halb offen. Ist es nicht ganz normal, dann einen Blick hineinzuwerfen? Wir steigen doch auf Berge, weil es sie gibt. Ist das Gleiche. Das sind wahre Worte. Jeder würde einen Blick hineinwerfen. Warum hat Payne so schnell unterbrochen? Also haben Sie in die Wohnung hineingeschaut. Was geschah dann? Dann sah ich sie da liegen. Eine Frau, reglos, tot. Waren Sie sich sicher, dass sie tot war? Nein, ich glaube nicht. Aber sie rührte sich kein bisschen und überall war Blut. Ich glaube, das hätte für jeden nach einer Toten ausgesehen. Nun gut, was geschah dann? Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Sie haben also in der Wohnung nichts angefasst? Nein, nichts. Gut, was geschah als nächstes? Aber der hat doch gesagt, dass er die Polizei nicht anrufen konnte, weil das Telefon... Aber er war doch nicht in der Wohnung, er hat es gar nicht getestet. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Sie wollten die Polizei rufen? Heißt das, Sie haben es nicht getan? Ich bitte Sie, hören Sie sich doch den Rest der Aussage an. Sie wollten die Polizei rufen. Was geschah dann? Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ja, ich meine, nein, es funktionierte nicht. Das stimmt. Aber Sie haben gesagt, Sie hätten die Wohnung nicht betreten. Oder etwa doch? Oh, ja, das. Das kann ich erklären. Da war ein schnurloses Telefon auf einem Regal im Eingangsbereich. Ich fasste hinein und versuchte damit anzurufen. Und das Telefon funktionierte nicht, richtig? Was geschah dann? Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Warum benutzen Sie ein öffentliches Telefon? Nun, sehen Sie, ich habe kein Handy. Und mitten am Nachmittag machte mir in den anderen Wohnungen niemand auf. Gut. Und wie viel Uhr haben Sie nochmal angerufen? Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. So, und da haben wir nämlich einen Punkt, ne? Den wir so eigentlich nicht stehen lassen können, denn... Die Frau ist um 16 Uhr gestorben. Da brauchen wir eigentlich nicht hinterfragen, da können wir ihm direkt... das Ding reinkloppen. Moment. Präsentieren. Ja, so. Sie fanden die Leiche um 13 Uhr, sind Sie sicher? Ja, es war 13 Uhr, ganz sicher. Offen gesagt, kann ich Ihnen das kaum glauben. Ihre Aussage steht ganz und gar im Widerspruch zum Autopsiebericht. Die Autopsie stellt eine Todeszeit von nach 16 Uhr fest. Es gab um 13 Uhr keine Leiche zu finden. Wie erklären Sie diesen Zeitunterschied von 3 Stunden? Das ist belanglos. Der Zeuge hat einfach die Uhrzeit vergessen. Nach dieser Aussage kann ich das nur schwer glauben. Herr Savit, warum waren Sie so sicher, dass Sie die Leiche um 13 Uhr gefunden haben? Das ist wirklich eine gute Frage. Gute Arbeit, Wright. Zeit, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Aber in Schwierigkeiten bringen wir ihn erst im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ihr habt ungefähr gesehen, was so abgeht. Ich denke, nach ein paar Parts werdet ihr alles wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann und ciao.